Hallihallo. Herzlich willkommen wieder zurück bei der nächsten Folge von Tomb Raider. In letzter Folge sind wir gestrandet und jetzt schauen wir weiter, wie wir nun unsere Kuh wiederfinden können. Und ich spiele jetzt, ich sitze quasi am Controller. Ja. Ich habe das Zepter in der Hand und ich laufe einfach mal los. Genau. Ich teste mal kurz, was wie geht. Ja, das ist springen. Mehr geht wahrscheinlich erstmal. Ach ja, das ist. Okay. Das Ausweichen? Ja. Und auch vielleicht so hinter irgendwelchen Verstecken. Das ist in den Teil noch nicht wichtig. Ah. Gibt's auch, ja. Solche Passagen. Moment. Den Bogen kann ich brauchen. Diese scheiß Kante, ne? Jetzt. Die war viel zu hoch. Okay. Ich bin ja, wenn ich spiele, bin ich immer so jemand, der alles irgendwie einsammeln muss. Selbst wenn die Munitionstasche schon voll ist. Ich bin so ein Sammler, möglichst wenig Munition verbrauchen. Und nur weil die Karte nicht weiß gemalt ist, kannst du da hoch. Ohne Waffe kann ich nicht jagen. Gibt's auch Sprinten oder so? Ich brauche eine Waffe. Bestimmt auch, aber ich weiß jetzt gerade nicht wie. Haben wir noch nicht gelernt. Nee. Hip. Du musst zu diesen, genau. Ja, das denke ich mir auch. Gut, dann werde ich jetzt balancieren. Stell dir mal vor, es müsste mein Controller noch so ausbalancieren. So motionstörungsmäßig. Ich schaff das. Ich meine, es würde noch ein bisschen Mehrwert bringen. So. Aha, ich kann steuern, merke ich. Jetzt habe ich jetzt weniger. Jetzt nicht mehr. Aber ich musste nach vorne drücken. Wie gesagt, Viereck wäre, wenn du was greifen musst. Wenn X da steht, musst du Viereck drücken. Ja, ich krieg ich hin. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Bogen. Was? Erinner dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du bekommst dann auch Stromgewehr und so. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede ein bisschen, Waffe genau. Ist Konzentration. Und der rechte Trigger, also hinten rechts, ja. R2. Genau. Wenn du jetzt L2 loslässt, dann schießt du nicht. Ja. Genau. Du musst deine Munition verballert. Genau. Okay, dann geht's weiter. Von wo sind wir jetzt gekommen? Du kannst auch einfach hier den Knopf drücken. Ja. Wenn du dich umschaust, nur umschauen, dann siehst du, wo du hin musst. Da nicht. Da nicht. Da ist irgendwo am Himmel, irgendwo, das ist dann sowas markiert. Müssen wir mal gucken. Da nicht. Ich glaube, das musst du erstmal in die Rehe erlegen. Achso, tatsächlich. Mhm. Das ist ja. Aber nicht so nah rangehen, weil die sind ja logischerweise nicht gerade sehr menschenfreundlich. Ja, siehst du schon? Nö. Magst du Rebraten eigentlich? Weiß ich gar nicht. Hast du die Rebraten gegessen? Nee. Hä? Alter. Dadurch bist du so ein Gourmetler. Ja. Mit Kräuterbutter. Das bin ich wohl. Aha, hier, das sieht aus wie. Ja, da musst du dich daneben stellen. Ja. Dann stell dich mal nach rechts daneben. Daneben. Dann musst du mal gucken, wo auch noch an irgendeinem anderen Baum auch so ein Seil gewickelt ist. Ja, nice. Siehst du es? Ich hab auch schon eine Vermutung, aber ich sehe es nicht. Ich auch nicht. Spielen wir einfach mal weiter. Ne, genau. Krieg mir alles noch erklärt, bestimmt. Natürlich. Gut, dann gehe ich jetzt runter. Du kannst nämlich eine Seilrutsche basteln. Oder? So. Ah. Ein Reh. Halt still. Und tschüss. Oh, Mama, schnell. Das ist gleich das nächste. Kommt gleich im Kopf. Wollte ich doch, aber der rennt dann immer weg. Den nehme ich. Das hast du erwischt. Ah, okay. Du kannst hingehen und einfach absammeln. Aber ich habe gemerkt, ich habe gar nicht losgelassen. Die hat dann wahrscheinlich, wenn ich selber zu lange halte, schießt sie dann von alleine. Mhm. Das ist gut. Aber ich finde es okay. Drei Pfeile für ja. Das erste Reh. Kommen denn noch mehr? Ich glaube, das ist das Einzige, was du machen musst, sogar, glaube ich. Aber ist das denn jetzt ein Reh? Weil das Geweih sieht so groß aus. Kann auch ein Hirsch sein. Ja, denke ich. Ist nicht ein Reh auch ein Hirsch? Also männlich, weiblich? Ja. Weiß nicht. Eigentlich ja, oder? Ich spiele jetzt gegen Jäger, aber ich gehe mal davon aus. Dachte ich, warte, aber habe ich auch so gedacht. Aber vielleicht sind das dann. Vor allem mit einem Pfeil aufschneiden, wie es so ein scheiß Arbeit sein muss. Sie haben doch richtig dickes Leder. Also Fell.
okay. Ins Lager zurück. Ich zurück kehre mit dir gleich ins Lager zurück. Genau. Da hinten, also hier diese... Genau, okay. dieser Kristall da. Oder Viereck. Wenn du lernst, Landkarten zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Ja, aber ich glaube nicht, dass es vorher das zu Hause ist. Guck mal, ich sag mal großartig, sprinten muss man ja vielleicht gar nicht, weil die rennt ja schon schnell. Das finde ich ganz gut tatsächlich. Ja. Ist immer schlimm, wenn du irgendwelche Spiele hast, die dann wirklich nur so langsam ablaufen. Da muss ein Fahrt wieder hoch. Wieder zurück nach Hause, auf dem Feuer. Ah ja, mein Fahrer. Aber es regnet ja schon wieder. Ich überlege, wenn ich so stranden würde und mir gefällt es irgendwo auf so einer Insel. Ich meine, wenn ich immer was aufbaue, ja? Ja, machen wir es ja richtig. Sollte ich das jetzt tun überhaupt? Du kannst es machen, ja. A ist unten X. Kannst du wirklich A? Also X. Genau. Und du hast, wenn du jetzt oben siehst, du kannst jetzt zu Jäger wechseln mit den rechten und linken. Ja. Genau. Das hier? Erstmal müssen wir es bestätigen. Erstmal müssen wir es durchlesen, bestätigen. Achso, halten die auch irgendwo. Ja. Okay. Genau. Das hast du gelernt. Na egal. Also, oder hätte ich was anderes machen müssen? Nö, nee, ist okay. Das ist mal anfangs egal. Aber du kannst jetzt mal durchgucken, was noch so schönes gibt. Ach, das war das hier mit. Ja, genau, diesen Modus. Das haben wir ja schon. Also, B ist immer R1 und L2. Mensch, ich habe nämlich meine Probleme. R1 und L1. Und RT und LT ist quasi R2 und links. Also L2. Okay. Also, da finde ich das bei der PlayStation besser. Ja, gewohnter. Gewohnter. So, gehe ich zurück. Aber du kannst zwar theoretisch auch ein PlayStation-Pad anschließen, aber du musst erstmal alles mit Kabel machen und musst es mit einem extra Programm machen. Gut. Jetzt kannst du durchscrollen und gucken, was es alles Schönes gibt. Ja, hatte ich ja. Jetzt bist du ja gerade im Reiter Überleben, jetzt kannst du zum Reiter Jäger wechseln. Ja. R1. Okay. Und ich glaube, dann später kommt noch einer mit Kämpfen. Ja. Okay, ja, gut. Um später freizuschalten, dort eben ist er erstmal. Genau. Gut, dann gehst du jetzt. Du kannst jetzt warten, weiter machen. Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig! Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth. Und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich an Bord ging. Hoffentlich hat jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Na, das wäre doch gelacht. Ich hoffe doch. Das Fleisch hier, kann ich das mal essen? Nö, nee, du bist schon satt. Ja. Gut, auf geht's. Weiter geht's, ja. Musik. Das macht das Spiel ganz gut, dass du immer relativ einfach einen Weg findest. Es gibt dann später noch optionale Rätsel, Gräber. Irgendwie sind es ja Gräber, Tomb Raider, möglicherweise. Ach, heißt das so? Tomb ist sowas wie Grabstätte. Hallo? Ja. Ist jemand hier? Guck mal genau hin, guck mal genau hin. Ja. Die war vorne zu. Die war zu, tatsächlich. Dass die aber auch immer in den dunkelsten Winkel gehen muss. Ich hätte auch voll Bock drauf. Dann fallen da rein. Also das sieht vertrauenswürdig aus. Ja, jetzt muss er. Nur wahrscheinlich B, Deutsch, Minecraft. Kreis. Das ist eigentlich wie diese gewohnte Bewegung, wie du eigentlich auch von PlayStation nicht kennst. Das sind eigentlich genauso gleich. Weil jetzt, ich gucke wirklich jedes Mal nach unten auf den Controller. Ne? Außer bei X, das weiß ich glaube ich nicht. Das XA ist. Ah, ne, das X, Viereck ist. Okay. Ertrinkt sie dann auszulassen. Genau. Das sah jetzt auch sehr elegant aus. Naja, muss ja nicht schön aussehen.
Bei unserem Viewtime kommt ich das sogar aufs Wort. Was mache ich bloß? Kann man die Fackel so ein bisschen hin und her schwenken? Warum? Weil Spinnen kommen oder so. Oh Gott. Das ist verrückt. Ja. Hier, das Sammelmaterial. Ja. Vor allem, ich würde auf jeden Fall die Fackel so, wie sie ist, auf dem Tisch legen. Du kannst noch ein bisschen rumgucken, dann siehst du noch nochmal so ein... Ah, wahrscheinlich. Da ist dann bestimmt irgendwann mal hin was versteckt. Zum Beispiel. Das ist ein 3D-Effekt, ja? Als ob sich das hier wieder nach außen wölbt. Ist ja auch eine Maske. Ja. Nee, aber... Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in Gestalt eines Dämons dar. Ach, eins von drei Masken gefunden. Ich dachte, hier kommt jetzt, ja. Von jedem Relikt gibt es immer drei. Sie finden kann als Set quasi. Gut, dann schließe ich jetzt. Ist ja nicht weiter wichtig jetzt, oder? Nö, das sind einfach, Collectibles. Da drüben ist noch was? Nach links. Hier unten. Ja. Zehn Erfahrungspunkte gefunden. Wo stand das jetzt? Links. Ach, hatte ich gar nicht gesehen. Gut, dann geht's jetzt weiter. Dann geht's jetzt weiter. Ja, ich weiß, wann es liegt. Aufstemmen. Ich brauche was zum Aufstemmen. Fehlende Muskelmasse. Was wolltest du jetzt sagen? Fehlende Muskelmasse. Nee, das mit A. Und da kommst du. Ja, von da bin ich hier gekommen. Kannst du da rechts diese Holztür vielleicht aufmachen? Warte mal. So, das wegbrennen. Die Ecke gedrückt halten. Ist immer so ungewohnt, wenn ein X da steht, dann zu sagen, drück mal Viereck. Oder halt mal Viereck gedrückt. Vor allem, was alles auch rumhängt, ne? Das sieht ja noch ganz frisch aus. Vom geht noch jagen, ne? Fleisch. Stemmaxt. So ein glücklicher Zufall. Jetzt kommt die hier bestimmt raus. Schnell drücken. Also im Schnelldrücken macht mir keiner was vor. Das ist eine Herausforderung. Das ist, jetzt kann ich noch schneller. Noch. Ich hoffe, es kommt noch so eine Tür. Das noch. Da frage ich mich, warum hängt da jemand eine Feuerschale dahin? Oder warum ist sie an? Naja, ist es ja. So, das sieht schon mal nach einer Leiter aus hier. Genau, zweimal X, zweimal X, ja. Achso, zweimal X. Na, nur XX. Na, deswegen sage ich, also ich erzähle dir alles in PlayStation, ja. Weil da brauchst du jetzt nicht lang umdenken. Ja. Hier brennt es auch? Ich glaube mal eher, falls du das Feuer ausgehen solltest, dass du es wieder anmachen kannst, haben sie es hingegangen. Das ist aber auch ein komische Hütten, ne? Ich glaube, du sollst die Fackel ausmachen. Halten Sie, Fackel ausmachen. Ja! Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Wir auch. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Das ist auch eine sehr herzliche Begrüßung. Ja. Schon okay. Ja, nee, ist schon er ist in Ordnung. Ich wollte sie. Du, wenn ich denke, sie wären tot, dann. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Ach, die ist nicht tot, die macht das immer so. Sie ist hey. Ja, also wisst ihr, wie oft ich die schon verloren habe? Ach, das ist das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie, ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Wie wirkt er übrigens auf dich? Das ziemlich alles gestört. Hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu. Meinst du das? Nur weil ich richtig laufen kann? Was bist du für ein Noch? Das war mir nicht aufgefallen. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie Big Boys. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte.
Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Mhm. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld. Das war doch eine Werbung, man sagt. Ja, es heißt, stimmt, aber was war denn das? Daran hat Alf jetzt gedacht. Nee, ich denke gerade darüber nach. Die ist gerade zurückgekommen. Und dann, ja, aber die erzählt erstmal hier so eine Geschichte an den Typen. Ja. Und die so, ja, ist mir relativ egal. Sam? Matthias? Na eben, müssen Sam! Nicht erstmal irgendwie. Ich würde mal erfahren, jetzt. Ich würde sagen, du siehst ziemlich kaputt aus. Wollen wir was machen dagegen? Hat aber auch einen Klick, ne? Noch schön in den Bärenfall reingelatscht. Müsste noch ein Krokodil kommen. Gleich kommt was anderes. Ich muss jetzt schnell reagieren. Oh nein. Ich war ein bisschen dummer. Oh, den hätte ich fast erwischt. Nee, nee. Wie schnell die nachladen kann, ne? Gut, bloß gut. Als wenn die Hunde so diverse so langsam springen. Also ich bin gerade sehr gespannt hier, dass das ein bisschen mehr passiert. Aber warum war das rot? Das verstehe ich nicht. Weil das zeigt dir an, ob du jemanden angesehen hast. Ob du einen Gegner garantiert triffst. Ach so. Ja. Ach, ich dachte, rot ist im Sinne von... Wie ist das? Ja. Auf dem Körper. Hier ist, glaube ich, Kopf ist egal. Ja. Nö, hatte ich gar nicht versucht. Du sagst gerade so aus, bisschen tatsächlich. Nee, ich wollte hier einen dritten Bogen. Ins Herz. Ja. In die Leber. Lass los! Das war der vor uns am Suppenkopf stand. Der Schlitzkopf. Wesen die nochmal auf dem Schiff? Smutja oder nee? Smutja oder so? Smutja, ja. Irgendwie sowas. Sie war bei dir. Sie war hier. Hat der Name irgendwas, ne? Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Oh. Das ist nicht nur ein Kopf, das ist ein Smutja. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ron? Okay, Aufteil. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und Matthias kriegen. Matthias. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Dann sag ich doch, mal ausruhen. Ja, der hat doch alles gepennt. Ah, ist richtig. Ach, schön. Aber schön, dass sie schon mal verhört haben. Gut, sie sind wahrscheinlich selber verhört gerade eben. Wirklich? Vita? Ja, vermute ich mal. Bleibst du hier? Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. So, jetzt kannst du mal ein bisschen entdecken. Das tue ich wohl. Also hier ist ein Netz. Also das muss ich bestimmt anzünden. Ich frage mich, warum du darauf kommst, dass du es anzünden musst. Das ist so eine Intuition jetzt. Aber da brauche ich auch irgendeine Fackel mal. Du kannst hier irgendwo. Du musst rumgucken, da findest du eine Fackel irgendwo. Ich will aber auch. Aber was? Ich will aber auch nicht immer gleich die Hilfe nehmen, weißt du? Nee, ist okay. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf willst der Suche anhören? Nach diesem anhören? Ort. Also, wer es hören will und durchlesen will, kriegt auch Pause. Wenn nicht, dann meine Großmutter erzählte mir geht die weiter. Geschichte, als wäre sie ein Kreis. Ich weiß nicht, ob das so essentiell wichtig ist. Das ist einfach eine Nebenstory. Hintergrund. Die wir getroffen haben, die Sam. Ja. Die ist eigentlich eine Nachfahrin von dieser Sonnenkönigin. Ja, die mit den magischen Kräften. Na genau. Und deswegen ist sie davon so begeistert. Ah. Deswegen klopft sie auch alles, was da mal über irgendwelche Sagen sind. Ja.
Lippen hier? Bisschen, ja. Ja, kommt mir so vor. Das Loch kommt mir doch bekannt vor. Das kann man bestimmt gut als Klohäuschen nutzen. Das merken wir uns mal. Die Munition ist immer gut, aber fällt mir gerade auf, ich hab gar nicht. Ach, da oben. Das, also, dass man zwischendurch auch mal sieht, wie viele Pfeile man überhaupt hat. Schnell drücken. Nee, bringt nichts, weil du hast nur den einfachen. Du brauchst den verbesserten. Au. Oh. Aber kann ich den noch irgendwie. Ist, du findest kann ich den noch als Waffe nehmen oder? Du kannst den später als Waffe nehmen, ja. Okay, ich hol's hier mal runter, denke ich mal. Nö. Das guck dir erstmal Ruhe um. Aufpassen, sind auch Wölfe unterwegs. Oh. Aber Wölfe sind doch eigentlich Menschen schon. Nicht in Videospielen. Hier ist was. Du hast 10 Schrauben gefunden. Die brauchst du, um später deine Waffen aufzurüsten. Mhm. Immer schön looten. Da, da ist was, da ist was, da ist was, da ist was. Hab ich was? Schön im Kopf. Das, was ist da so witzig hier? So zielgenau über den Rücken geschossen. Du hast da wirklich genau auf den Rücken draufgelegt. Aber so zielgenau. Ich glaube, ich habe den Hirsch lachen hören. Wie macht man eigentlich einen Hirsch? Die röhren so komisch. Röhr. Noch ein Schrein. Da ist die Sau. Ne, du hast ihn getroffen. Steht dann nochmal auf? Ne, du hast ihn getroffen gehabt vorhin. Ich hab nichts gesagt. Achso. Du hast doch getroffen. Ah. Du brauchst immer 2 Schüsse für die. Achso. Beziehungsweise, wenn du einen kritischen Treffer machst, ich weiß jetzt nicht, wo du treffen musst. Wahrscheinlich Kopf oder Herz. Mhm. Du kannst auch später das Herz anzeigen lassen. Ja, Arme, aber warum habe ich das getan überhaupt? Erfahrungspunkte. Ach, Pfeile voll, ja. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Du kannst auch später deine Köcher und so größer machen. Mhm. Ach, muss ich das jeden? Ich will du kannst nicht. Du, musst ja, du nicht. Lauf, mein Junge, lauf. Ich glaube, es gibt noch Achievements, wo du dann so und so viel von denen getötet haben musst. Du kannst auch dann später Hühner abschießen. Ja, das stelle ich mir ganz gut vor. Kriegen sie in Bewegung, kann ich nicht schnell aufziehen. Hast du gut ausgewichen jetzt, ne? Ja. Du hast jetzt gerade gar nicht abgelenkt. Natürlich, immer schießt sie ab. Die verfolgen dich bis zum Ghetto. Ja. Oh, voll in den Arsch geschossen, ne? Ah, shit. Gut, ja. Nee, der hat noch gelebt. Links, rechts. Und Dreieck. Also, bist du tot. Ah, verdammt. Wollen wir da vielleicht jetzt hier sogar mal die Folge abbrechen? Abbrechen, verwerfen, neue Folge spielen. Ja. Nee, ich würde sagen, mit dem Tod, naja, passiert. Ja, so schlecht war ich davon. Nee, ich zeige dir in der nächsten Folge, wie es besser geht. Ja. Wenn ihr gerne dabei sein wollt, seid ihr gerne eingeladen. Bis dahin würde ich sagen, schönen Abend noch. Bis dahin, tschüss. Tschüss.